Micha und ich, wir haben uns bei Are You The One kennengelernt. Ich habe mich eigentlich relativ schnell so in Anna verliebt oder in ihre Art, in ihren Charakter. Verknallt habe ich mich schon in der Show und das hatte sich dann direkt danach einfach noch weiter vertieft. Sie ist so aufgeschlossener Mensch auch. Sie ist Malle-Fan, ich bin auch Malle-Fan so. Wir hatten dieselben Ansichten, wir haben zusammen Party da gemacht. Das hat sich gut angefühlt. Wenn ich sie angesehen habe, dann irgendwie war es so, keine Ahnung, so mein Herz so bum 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 so. Ja, voll eigentlich so. Während der Show war es schon so, dass ich nicht immer offen gesprochen habe. Nichtsdestotrotz haben wir als Perfect Match zusammen die Show verlassen. Und waren danach auch zusammen, bis die Ausstrahlung losging. Dann war das natürlich noch mal sehr hart für mich. Ich musste mich irgendwie von ihm beleidigen lassen als Billigware, Wanderhure etc. Auf Alkohol hat er Sachen gesagt, die er sich hinterher selber nicht mehr erklären konnte. Tut mir immer noch unfassbar leid. Das war auch nie so dann gemeint, wie ich es gesagt habe, weil ich bin ein Typ, eigentlich, der immer geradeaus ist und manchmal auch nicht nachdenkt, wenn er ja, was redet. Das hat dann natürlich irgendwann angefangen, an mein Vertrauen zu kratzen. Irgendwann war es dann für mich einfach zu viel. Die Trennung ging von mir aus. Ich habe gemerkt, dass ich mich emotional abgewandt habe von ihm. So, wir haben uns nie so richtig ausgesprochen gehabt. Deswegen hängt man so ein bisschen immer noch in der Luft. Und wieso und weshalb das jetzt alles zu Ende ging. So von meiner Seite schon mit einem größeren Herzschmerz, glaube ich. Für mich ist gerade einfach die größte Frage, die heute zu klären ist, weißt du eigentlich, warum wir nicht mehr zusammen sind? Weißt du eigentlich, was du mir angetan hast? Hi. Geht's drücken. Wie geht's? Gut, und dir? Ja, auch. Ich stoße mit Wasser an. Hältst du bei, ja? Was? Kein Alkohol? Auf jeden Fall weniger als sonst. Anna, ich hab da eine Frage für dich. Was war am schönsten mit mir? Am schönsten. Ich fand, das, was uns irgendwo am meisten verbunden hat, war, dass ich, wenn wir beide zusammen waren, schon einfach ich sein konnte und mir keine Gedanken darüber machen musste, dass ich irgendwas Dummes sage oder ich konnte einfach ich sein, ich konnte mich fallen lassen, ja. Aber so grundsätzlich fand ich, die schönste Zeit war nicht in der Show, sondern unsere schönste Zeit war, als wir aus Griechenland wiedergekommen sind, bis zur Ausstrahlung. Die ganzen Bilder zu sehen, wie er tatsächlich hinter meinem Rücken über mich geredet hat, das tat schon echt sehr weh, zu sehen, ja, wie er mich halt auch bloßgestellt hat. Anna, ich habe dir noch eine zweite Frage mitgebracht. Warum warst du so kalt zu mir? Ich weiß jetzt halt einfach, dass du mich so oft verletzt hast, dass ich selbst mir gesagt habe, Achtung, Gefahr, Anna. Und dann habe ich mich von dir abgewendet. Ich habe auf einmal dieses Gefühl gehabt, ich ertrage einfach diese Nähe von ihm nicht. Als das bei mir anfing, wo ich mich so ein bisschen mehr von dir abgewendet habe, habe ich ja das Gespräch zu dir gesucht. Und als wir bei mir im Wohnzimmer saßen und ich dir gesagt habe, Micha, ich merke halt gerade, dass ich mich von dir emotional distanziere. Genau. Ja. Was können wir tun? Und ein einziger Vorschlag war, wir können uns ja mal 2 Wochen nicht sehen. Keinen Kontakt haben.
So, das war genau das, was ich eigentlich nicht hören wollte. Ja, schon, aber du hast ja selbst auch von deiner Seite aus gesagt, so, ich weiß gerade nicht mit meinen Gefühlen, wohin. Genau. So, und das war so, okay, auf der einen Seite willst du, dass ich komme. Und dann auf der anderen Seite sagst du, ah, wenn du hier bist, dann, keine Ahnung. Freue ich mich nicht mehr. Ja, genau, richtig. So. Aber durch nichts tun wird es doch nicht wieder gut. Ja, schon, aber hättest du einen anderen Vorschlag gehabt oder du hast gar keinen anderen Vorschlag gemacht? Ich brauche Aufmerksamkeit. Ich will, dass du um mich kämpfst oder irgendwas, ein Zeichen, ein Signal geben, sodass, okay, dass ich weiß, wo ich dran bin. Also ich bin jetzt wirklich selber sehr gespannt, ob dieses Gespräch jetzt hier gerade noch eine Wendung findet oder vielleicht auch nicht. Weißt du, was du mir angetan hast? Ich weiß, was ich dir angetan habe, ja. Und das war nicht immer schön. Du weißt, dass es mir leid tut. Und so für alles eine Erklärung, das wissen wir jetzt, fällt mir schwer, weil ich Respekt habe vor deiner Reaktion oder hatte auch Respekt vor deiner Reaktion immer so. Er hat gerne über den Durst getrunken und hat sich dann einfach kacke verhalten. Und nach jeder Folge, das heißt jede Woche wieder aufs Neue, war halt irgendwas, was ich gesehen habe, was mich einfach verletzt hat. Das würde ich einfach eigentlich gerne hinter mir lassen. Und ich bin heute hier eigentlich, um nochmal die guten Seiten so von mir auch zu zeigen. So. Ich habe auch gar keinen Bock, so gerade so mich auf andere einzulassen. Ohne Witz. Habe ich 0,0 Bock drauf. So. Im Gegenteil, ja, weil du halt auch immer noch da bist, so irgendwo im tiefen Inneren. Bei mir ist nicht von jetzt auf gleich so, ist Geschichte. So, bei mir ist immer noch so, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ein kleiner Funke, so, der da noch ist. Und der das Feuer entfachen kann, so. Dass er das alles noch nicht abgeschlossen hat, das hätte ich nicht gedacht, weil ich meine, wir hatten jetzt auch komplette Funkstille. Und eigentlich hätte ich gedacht, wenn da noch irgendwas in den Schlummern würde, würde er mir das halt auch mitteilen. Also, ja? Unter meiner Serviette verbirgt sich auch noch bestimmt eine sehr interessante Frage. Bist du schon ganz über mich hinweg? Ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn du dich noch mal gemeldet hättest oder wenn dieses Gespräch vorher stattgefunden hätte. Aber jetzt gerade war es einfach so, dass ich gesagt habe, ich bin so weit darüber hinweg, dass ich nicht mehr weiter darüber nachdenke.